Yo Leute, was geht ab? Und heute gibt es ein Schulterworkout für zu Hause von mir für euch. Ja, wie schon gesagt, im letzten Video, wir starten so eine kleine Reihe von Homeworkouts und heute sind die Schultern dran. Ich gebe euch heute 4 Übungen wieder für eure Schultern mit und bei den Schultern ist es halt gar nicht so einfach. Gerade die hintere Schulter ist sehr, 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 sehr schwer zu treffen und ich würde euch da vielleicht empfehlen, mit kleinen Gewichten zu arbeiten, wie zum Beispiel einer Wasserflasche. Ich mache das Ganze jetzt komplett ohne, aber ihr könnt euch die Wasserflasche ja denken. Und wenn ihr merkt, boah, es geht gar nicht, es ist zu wenig, könnt ihr immer noch eine Wasserflasche mit benutzen. Auf geht's zu den Schulterübungen. Also, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich fange meistens halt mit Schulterdrücken an beim Schultertraining im Gym. Und das müssen wir jetzt natürlich ein bisschen imitieren. Und was wir dazu machen, sind Pike Push-Ups. Dadurch verlagern wir den Winkel nach oben und haben halt mehr ein Gewicht von oben, was nach unten drückt. Ähnlich wie beim Schulterdrücken. Hier zeige ich euch gleich direkt 2 Levels, dann geht's weiter. Also, Pike Push-Ups. Erstmal das Wichtigste ist diese Ausgangsposition. Ihr braucht hier eine Plank-Position und dann lauft ihr hier nach vorne. Kopf kommt rein, sodass ihr hier gleich nach unten gehen könnt. Ja? Das heißt, ihr verlagert das Gewicht wirklich nach hier oben. Und desto höher das ist, desto schwieriger ist es. Und dann geht ihr. Ihr seht beispielsweise, ich bin schon echt nur auf den Zehenspitzen noch. Und dadurch habe ich schon viel Gewicht. Wem das Ganze aber nicht ausreicht, der sucht sich eine Erhöhung. Wie hier so ein Sofa. Das heißt, wir nehmen das Sofa jetzt als kleine Unterstützung, dass das Ganze höher ist. Das heißt, ihr packt die Beine hier drauf und hier bleibt alles gleich. Zack. 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 Puh, ja, so habt ihr auf jeden Fall ein ordentliches Shoulder Workout und zu den Wiederholungszahlen und allem komme ich in einem anderen Video, denkt daran, aber ihr könnt ja erstmal machen, einfach 3-4 Sätze bis zur Ermüdung oder so, dass ihr ein ordentliches Workout habt. Wir kommen zu Übung Nummer 2. Übung Nummer 2 machen wir mehr für die seitliche Schulter, okay? Das heißt, wir haben jetzt hier vorderen Schulterkopf hier gehabt, seitlich ein bisschen peripher, aber ich mache gerne Seitheben als nächste Übung. Klar könnt ihr das jetzt auch mit Wasserflaschen machen, aber die seitliche Schulter mit 1 Kilo bzw. 1,5 zu targetieren, schwer, besonders für uns Männer da draußen. Und deswegen eine andere Übung. Und zwar nehmen wir hier so eine Side Plank Position ein. Tack. Von hier guckt ihr jetzt drauf, dass eure Schulter genau über dem Ellbogen ist. Super, super wichtig. Und von hier rotiert ihr nach innen und wieder hoch. Innen und wieder hoch. Innen. Hoch. Ich wechsle einmal die Seite für euch. So trefft ihr die seitliche Schulter. Und habt natürlich eine dynamische Übung mit dabei. Wer sagt, okay, mir ist das viel zu schwer, der kann ein Knie mit aufsetzen. Das heißt, ihr seid hier und macht den Winkel kürzer. Setzt das untere Knie auf und dann habt ihr viel, viel weniger Gewicht hier auf der Schulter. Und das Ganze ist viel, viel einfacher. Wir gehen weiter zur nächsten Übung. Und zwar, jetzt ist die hintere Schulter dran. Okay, die hintere Schulter ist der Punkt, der am schwierigsten zu treffen ist. Das ist auch schon beim normalen Training so, weil wir sie kaum spüren. Jetzt ist sie funktional noch ein bisschen schwieriger. Ich gebe euch jetzt 2 Varianten, die ihr machen könnt. Beide sind nicht so optimal. Ich finde immer noch die erste, die ich euch jetzt zeige, ist die beste Variante, wenn ihr euch vorstellt, ihr nehmt Wasserflaschen mit in die Hand. Das heißt, wir starten hier. Wir sind vorgebeugt, rücken es gerade und haben hier unsere Wasserflaschen. Jetzt gebe ich euch einen Tipp. Ihr führt natürlich jetzt nach außen,
immer mit der Faust nach außen, nach hier hinten oben. Zack, zack. Achte dabei drauf, dass der Arm wie eingegipst ist. Ihr habt den Arm einmal fest und danach bewegt er sich nicht mehr. Das heißt, ihr versucht wirklich gezielt hier raus zu arbeiten und ihr arbeitet einarmig. Einarmig könnt ihr euch viel besser kontrollieren, dass ihr das wirklich auch trefft und am Ende ja auch ein gutes Training habt, als wenn ihr mit zwei Armen zieht. Das gilt übrigens auch fürs Gym. Kleiner Tipp, so kann man auch gut Disbalancen vermeiden. Übungsvariante Nummer 2. Ja, Übungsvariante Nummer 2 ist wieder am Boden. Wenn man jetzt so einen Petsy-Ball hätte oder so, ist es noch viel besser. Haben wir nicht, wir haben gar nichts, keine Geräte, nichts. Und wir machen das Ganze in Bauchlage. Von hier geht ihr tief und zieht nach oben. Versucht die Schulterblätter immer hinten zusammenzuziehen. Desto mehr ihr die Arme nach außen nehmt, desto schwerer wird es. Heißt, habt ihr die Arme nur hier, ist noch leicht. Wenn ihr die Arme ausstreckt, nach hier, desto länger wird der Winkel, desto schwerer ist das Ganze. Jo, und wir sind auch schon bei der letzten Übung. Jetzt wird's spannend. Wir nehmen nämlich ein paar statische, auch halbstatische Bewegungen mit dazu. Und zwar, jeder kennt diese Bewegung. Ihr habt die Arme ausgestreckt und macht kleine kreisende Bewegungen. Und vertraut mir, ihr macht beide Richtungen. Das ballert richtig irgendwann. Ihr könnt es super zum Beispiel am Anfang vom Training machen, um eure Schultern vorzubelasten, damit ihr am Ende nicht mehr so viel Gewicht braucht, um einen Reiz zu setzen. So trainiere ich aktuell auch, wenn ich im Gym bin, weil ich meine Schulter schonen möchte und nicht mit so viel Gewicht trainieren will, okay? Diese Übung könnt ihr jetzt wieder in verschiedenen Winkeln machen. Beugt euch nach vorne und könnt jetzt auch hier wieder das Ganze machen. Ihr habt dann immer so ein bisschen anderen Winkel. Kein großer Unterschied, aber ein klein bisschen. Und das wird euch auf jeden Fall weiterhelfen. Ja, wir sind schon am Ende vom Video. Das waren meine Übungen für die Schultern. Klar, ihr könnt, wenn ihr Gewichte habt, easy peasy könnt ihr alles trainieren. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Video, Leute. Abonnieren nicht vergessen. Wenn ihr besondere Wünsche habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich produziere euch gerne ein Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.